Meine Aufgabe ist heute, Ihnen einen kleinen Auszug über die Sicht von Microsoft auf die neue Welt des Arbeitens zu geben. Microsoft hat viele, viele Jahre Studien produziert, was die neue Arbeitswelt ausmacht. Wir haben selber es dann auch umgesetzt in Europa mit einem ersten Büro in Amsterdam. Dieses Büro ist sozusagen der Prototyp geworden für viele, viele andere Büros, die wir umgestaltet haben. Und ich selber hatte das Glück, teilweise war es auch nicht nur Glück, es war sehr anstrengend, direkt zwei Projekte zu begleiten, das eine von wirklich Anfang bis Ende und das andere mehr zum Ende. Und ich möchte Ihnen heute in den nächsten Minuten so ein bisschen die Erfahrungen und Sichtweisen von Microsoft zur neuen Welt der Arbeit geben. Wenn wir uns anschauen, wir haben uns überlegt, was sind die Elemente, die eine Rolle spielen, wenn Sie die Arbeitswelt von heute und auch von morgen betrachten. Wir haben natürlich Technologie, wir haben auch eben gehört, Technologie verändert sehr, sehr stark den Umgang miteinander. Wir haben Orte, neue Orte und wir haben natürlich im Zentrum, eigentlich müsste es in der Mitte stehen, den Menschen. Wenn wir uns dann noch anschauen, was sind jetzt die aktuellen Treiber, was überhaupt motivierte zum Beispiel Microsoft, diesen Weg zu gehen? Diese Studien haben ganz klar gezeigt, dass natürlich die Arbeitswelt, so wie sie heute ist, in Zukunft nicht mehr bleiben kann. Wir haben definitiv demografischen Wandel, der nicht von der Hand zu weisen ist. Wir müssen sicherstellen, dass wir die ältere Bevölkerung oder die älteren Mitarbeiter als auch die jüngeren Mitarbeiter gleichermaßen adressieren, integrieren in die Firmenkultur. Das gehört hinzu auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ganz klare Trends Richtung Globalisierung, die natürlich auch wiederum weitere Trends wie Mobilität nach sich ziehen. Ja, wir haben als Antwort die neue Welt des Arbeitens als Studie. Wir haben die Trends noch mal hier ein bisschen im Detail. Ich hatte schon ganz kurz auf die Mobilität eingegangen, ist aus meiner Sicht eines der wahrscheinlich wichtigsten Veränderungen, um nicht zu sagen, wahrscheinlich die wichtigste Veränderung, die natürlich auch durch den Technologiewandel noch stärker oder die den Technologiewandel sozusagen noch verstärkt. Mobilität ist heute einfach etwas Gegebenes. Viele junge Menschen sind sehr, sehr stark damit beschäftigt, wo wollen sie sein, wie werden sie arbeiten. Ich habe gerade heute wieder eine Mail von einer ehemaligen Mitarbeiterin aus Österreich bekommen, die mir dann mitteilte, dass sie jetzt seit 3 Wochen in Paris lebt, weil das wollte sie ja immer schon machen und bei Microsoft sei das ja möglich und sie sei sehr glücklich, diese Möglichkeit zu haben. Das ist natürlich die schöne Seite der Mobilität. Manchmal für viele wird sie nach wie vor ein bisschen als Herausforderung gesehen. Weitere große Trends, mit denen wir uns natürlich im Hause Microsoft intensiv beschäftigen, ist das Thema Consumerization. Was ist das? Das heißt, Sie kommen mit irgendwelchen Endgeräten, mit irgendwelchen Devices, Sie definieren, wie Ihre Arbeitswelt aussieht, also welche Arbeitsgeräte, sprich welche Formfaktoren, ob es jetzt ein Smartphone ist, ein Laptop ist, das definieren Sie und die Umgebung muss sich darauf anpassen, also auch eine gewisse Freiheit wird heutzutage erwartet. Das ist ein Trend, der sehr, sehr stark vom Konsumenten ausgeht und letztendlich sind die Menschen, die Mitarbeiter im Unternehmen, auch die Consumer, die adressiert gelten. Und natürlich Technologie. Ich meine, wir können viele Experimente wagen, um Experimente durchführen zu können und vor allen Dingen auch zu verstehen, was ist die Dynamik dahinter. Braucht es nicht nur den Menschen, sondern es braucht natürlich auch Wege, wie können wir dank der Technologie das besser messen, überhaupt es auch zu ermöglichen. Wenn Sie mobil arbeiten wollen, braucht es einfach an Technologie heutzutage. Das heißt, wo arbeiten, mit wem arbeiten wir, womit arbeiten wir, das ist dann wieder das Thema Air Consumerization, das sind ganz essentielle Faktoren. Was zum Beispiel auch etwas ist, was in der Wirtschaft sich immer stärker abzeichnet, was früher noch Partnerschaften waren, sind vielleicht in Zukunft Co-Opetition, also man ist auf der einen Seite Wettbewerber und auf der anderen Seite Partner, ist man Partner und arbeitet gemeinsam an Projekten. Ein weiterer Trend ist ganz klar, dass immer mehr Menschen in sogenannten Ein-Personen-Unternehmen arbeiten und ihre Arbeitsleistung, ihre Wissensarbeit sozusagen einer Organisation oder einem Projektteam zur Verfügung stellen. Das wiederum ist auch etwas, was natürlich alles in eine neu zu schaffende Arbeitswelt
integriert werden muss und auch entsprechend reflektiert werden muss. Das heißt, wenn Sie all diese Aspekte berücksichtigen, vor allen Dingen im Idealfall, wenn es richtig konzipiert ist, erreichen Sie eine möglichst hohe Kundenzufriedenheit, weil Sie sehr schnell und sehr gut interagieren können zu jeder Zeit. Sie haben in der Regel auch ein sehr gutes Verhältnis zu Lieferanten, die mal Partner sind, mal sind sie sogar Teil eines Projektes und leiten ein Projekt für sie. Die Beziehungen verändern sich sehr stark. Es gibt sehr, sehr viele neue Interaktionsmodelle, Portale, die sozusagen die Kooperation von Lieferanten untereinander mit einem Unternehmen neu gestalten. Das sind alles Wege, die sich abzeichnen. Das ist so ein bisschen der Kontext. Das heißt, wir haben die drei Dimensionen, auf die ich eben schon kurz eingegangen bin. Schauen wir uns einfach den Menschen hier etwas ein. Und natürlich gibt es bei uns einen sehr berühmten Menschen, der Microsoft erschaffen hat, wie Sie wissen, der auch in vielen, vielen Bereichen auch heute noch Vordenker ist. Und 2005 hat er ein sehr, sehr wichtiges Dokument, ein White Paper zum Thema New Worlds of Work auch generiert, was letztendlich auch, wo es darum geht, wirklich das Potenzial der Menschen stärker auszuschöpfen. Und man hat herausgefunden, dass wir dazu natürlich die Technologie brauchen, aber auch den Menschen stärker in den Mittelpunkt stellen, um das, und das eben wirklich ist sozusagen die unterliegende Vision oder Strategie hinter all den Maßnahmen, die im Unternehmen Microsoft im Rahmen der neuen Welt der Arbeit auch realisiert wurden. So, das Ziel der neuen Welt der Arbeit, Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das hört sich gut an oder ist das auch realisierbar? Ich darf Ihnen sagen, es ist realisierbar, es ist sicherlich nie fertig. Das darf ich Ihnen auch aus meiner praktischen Erfahrung mitteilen. Also wer glaubt, dass er ein neues Arbeitskonzept, eine neue Arbeitswelt erschafft und das alles nach den neuesten Erkenntnissen durchführt und glaubt, damit ist am Ende, nein, auch dort gilt es, es entwickelt sich fortwährend, es hängt auch sehr damit zusammen, in welcher Phase ein Unternehmen ist und demzufolge muss sich auch das entsprechend ändern. Die zugrunde wichtige Erkenntnis, die sozusagen der neuen Arbeitswelt zugrunde liegt, ist Vertrauen statt Kontrolle. Jetzt mögen Sie vielleicht sagen, das ist ja schön, dass sich die Frau Jenner hier hinstellt. Microsoft ist ein börsennotiertes Unternehmen und wie kann das funktionieren? Ich kann Ihnen sagen, es funktioniert. Es ist aber ein Prozess, der nicht von heute auf morgen umzuändern ist. Also das heißt, wenn Sie heute sagen, wir hätten gerne eine vertrauensorientierte Kultur, um sozusagen die neue Welt des Arbeitens zu ermöglichen, darf ich Ihnen die schlechte Botschaft oder Nachricht geben, dass das nicht der Fall ist. Es bedarf wirklich, es fängt damit an, ein Führungssystem zu haben, was eben auch ermöglicht, woran erkenne ich denn, dass ein Unternehmen auch seine Ergebnisse erzielt, jenseits von möglichen Umsatz- und sonstigen finanziellen Metriken, die es im Unternehmen gibt. Das heißt, also es braucht wirklich auch Ziele. Das ist einfach bis dato nicht anders realisierbar gewesen, zumindest nicht in einem kapitalmarktorientierten Unternehmen. Und es geht aber auch in der sanften Form und deswegen geht es mit einer klaren Zielfokussierung, sprich Ergebnisorientierung, statt der klassischen Anwesenheit und Kontrolle der Anwesenheit. Das ist so im Prinzip das Grundprinzip und ich glaube, wir sind dort als Microsoft schon relativ fortschrittlich, sicherlich auch nicht in allen Landesorganisationen. Die gute Nachricht ist, zumindest in der Schweiz und in Österreich kann ich beurteilen, dass das so ist. Wir haben diese Systeme oder diese neue Welt des Arbeitens sehr erfolgreich eingeführt. Also weg von Kontrollen, weg von Anwesenheit, hin zu Ergebnissen. Jetzt vielleicht ein ganz kurzer Einblick in unsere Praxis. Was ist das für ein Führungssystem, was wir haben? Sie kennen das sicherlich auch unter dem Begriff Management by Objectives. Also wir haben bei uns im Hause jeden Mitarbeiter mit entsprechenden Zielen versehen. Das sind natürlich nicht immer Umsatz oder weitere Finanzziele, sondern es sind häufig auch weichere Ziele, wie zum Beispiel Kundenzufriedenheit zu erhöhen oder die Zufriedenheit im Umgang mit Kunden zu erhöhen, besser gesagt. Und dafür gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die je nach Bereich entsprechend messbar zu machen.
Ja, wir haben eben schon mal die demografische Entwicklung angesprochen. Hier möchte ich auf einen Aspekt sehr deutlich eingehen, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, der sehr wichtig dabei zu berücksichtigen ist. In einem modernen Unternehmen haben Sie heute unterschiedliche Generationen. Und es wird in Zukunft eher zunehmen, dass Sie unterschiedliche Generationen führen müssen und begleiten müssen in Ihrem Arbeitsalltag. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich junge Talente, Sie haben etwas ältere Menschen und je länger das Rentenalter sich hinauszögert, wahrscheinlich dann auch noch viel ältere Mitarbeiter, was ja auch gut ist. Momentan, wir reden immer von Diversity, Vielfalt. Es wird dann sehr häufig in der öffentlichen Diskussion auf bitte mehr Frauen in Führungsetagen reduziert. Diversity heißt natürlich auch, dass man die Vielfalt im Unternehmen hat. Und das fängt bei mir damit an oder bei uns, dass wir unterschiedliche Altersklassen berücksichtigen und deren Arbeitsstile auch berücksichtigen. Weil jemand, der 50 plus ist, geht anders zum Beispiel mit Technologie um, als jemand, der 20 plus ist. Und das muss man einfach berücksichtigen. Ich gehe auch gleich noch auf die unterschiedliche Kategorisierung ein. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, Diversity ist extrem wichtig bei diesem Konzept und ist von vornherein berücksichtigt worden und eben jenseits des klassischen Gender-Themas, sondern eben im Besonderen auch Menschen mit unterschiedlichen Altersklassen besser zu vereinen. Ich habe es schon angekündigt, diese unterschiedlichen Generationen, die in unserer Arbeitswelt heutzutage auch immer mehr zu vereinen sind, ist, glaube ich, etwas, was man berücksichtigen muss. Da sieht man auf der einen Seite Menschen bei uns, die sich automatisch über Twitter, Facebook und Co. entsprechend kommunizieren und wenig E-Mails nutzen, von welchen, die eher noch mit den Papieren durchs Büro laufen, bis hin zu denen, die so eine Mischform sind, zu denen ich eher gehöre, die mal Papier und mal elektronisch sind. Und es ist ein Prozess, ich merke es auch bei mir selber. Ich habe früher viel mit Papier, ich habe immer noch so die Präferenz, Papier zu lesen zum Beispiel, aber ich werde im Laufe der Zeit, hat sich das eingeschlichen, dass ich immer weniger auf Papier lese und immer mehr am Bildschirm lese. Aber es braucht Zeit und so gewöhnt sich das an. Und umso wichtiger ist, dass die Arbeitswelt von heute und morgen eben genau diese unterschiedlichen Arbeitsstile, auch zum Beispiel der eine Mitarbeiter braucht eher seine Ruhe, Konzentrations-, Rückzugsmöglichkeiten, der nächste ist mehr der Kommunikator und braucht auch die Kommunikation, um seine Arbeit zu leisten. Alles das muss reflektiert sein. Ja, wir haben natürlich viele, viele, können Sie sich vorstellen, auch kulturelle Widerstände gehabt, als wir uns mit diesen Themen beschäftigt haben. Und nicht nur, weil wir auch selber erst einmal überlegen mussten, was bedeutet das. Selbst wenn Sie diese ganzen Studien gelesen haben und wir uns von der Technologieachse wunderbar damit beschäftigt haben, haben wir trotzdem immer eine Herausforderung gehabt. Wir mussten es dann in der jeweiligen Landesorganisation schon auf die jeweiligen kulturellen Gegebenheiten adaptieren. Und natürlich ist das Ziel, eine bessere Work-Life-Balance zu realisieren. Also Dinge wie Homeoffice sind bei uns Standard, wirklich auf der ganzen Welt. Das ist für uns nichts Besonderes mehr. Ich bin immer noch überrascht, wenn ich dazu heute noch befragt werde von einem Schweizer Fernsehen. Da denke ich mir auch, das ist ja eigentlich schon alter Hut. Aber es ist offensichtlich eben doch kein alter Hut, weil das fehlende Vertrauen in den Führungsetagen nach wie vor die Blockade schlechthin ist. Und Sie fragen mich alle ganz entsetzt, ja, wie kontrollieren Sie denn bitte Ihre Mitarbeiter? Da habe ich gesagt, wenn ich nicht das Grundvertrauen habe, dass die Menschen, die bei uns hier arbeiten, ihre Leistung erbringen wollen, dann können Sie so ein Konzept sowieso nicht wirklich landen. Weil so ein gutes Führungssystem werden Sie nie etablieren können, dass Sie wirklich jede Handlung eines Mitarbeiters von A bis Z kontrollieren können. Ziel ist natürlich auch, warum haben wir das gemacht? Das möchte ich Ihnen auch nicht verheimlichen. Ganz einfach, wir müssen attraktive Arbeitgeber bleiben. Wir sind in einer sehr dynamischen, innovativen Branche. Wenn wir nicht darauf achten, dass wir sozusagen auch eine entsprechende Arbeitswelt, Umwelt schaffen, dann werden wir natürlich keine Talente gewinnen können. Das ist heute einfach ein Wettbewerbsvorteil in dem sogenannten War of Talents, den wir uns stellen müssen. Ja, und wir haben natürlich, kommen wir jetzt auch dann zum nächsten Thema, um das alles überhaupt möglich zu machen, brauchen Sie auch eine entsprechende Architektur, die Räumlichkeiten. Ich stelle immer wieder fest,
Die meisten, die mit dem Thema neue Arbeitswelt sich beschäftigen, kommen erstmal über die Räumlichkeiten. Und da wird unglaublich viel Energie verschwendet, wie die Räume auszusehen haben, Farben, Formen etc. Und das ist zwar alles schön, aber am Ende ist man dann doch enttäuscht. Also ich kenne die Geschichte eines Unternehmens in Österreich, den CEO kenne ich sehr gut, der mir dann in der Zeit unseres Umbaus berichtete, er hätte das auch alles gemacht, das sei doch das schönste Büro. Sah auch wirklich schick aus, auch viel schöner als das, was wir dann gebaut haben. Aber die Umfragen der Mitarbeiter hatten ergeben, sie fühlten sich nicht wohl. Tja, woran das wohl gelegen haben wird? Ja, das ist, da ist halt wieder der Mensch nicht richtig berücksichtigt worden. Aber der Ort als solches muss natürlich auch fähig dafür sein, ja, dass sie überhaupt so eine Welt schaffen. Das heißt, sie brauchen viele Orte der Begegnung. Für mich ist heute das Büro auch ein Ort der Begegnung und kein Arbeitsplatz mehr. Also im Idealfall geht man dort auch gerne hin, um sich, ja, Sie glauben es nicht, es ist so. Also ich weiß nicht, ob es meinen Mitarbeitern immer so geht, ich hoffe. Ich muss dazu sagen, ich bin gerne im Büro, aber nicht so sehr nur, um dort jetzt die Termine zu machen, sondern ich habe auch dort die Chance, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wiederzusehen. Und haben wir in unseren Räumlichkeiten sehr, sehr viel am Ort gearbeitet. Wir haben die Meeting-Räumlichkeiten verdoppeln müssen, weil wir, um einen Ort der Begegnung zu haben, nicht nur untereinander, sondern die neue Zeit erfordert auch, dass wir uns den Kunden gegenüber stärker öffnen und den Partnern, braucht natürlich auch mehr Fläche, um sich eben genau da besser auch zu beginnen. Besser zu begegnen. Deswegen haben wir Arbeits- und Sitzungsräumlichkeiten verdoppelt. Das ist sicherlich extrem wichtig. Wir haben darauf geachtet, dass wir nur lokale Anbieter versucht haben zu verwenden für unsere Produkte, umweltfreundlich gebaut, all diese Dinge, die heutzutage auch sehr, sehr, sehr wichtig sind. Ja. Konzentrationsräume haben wir geschaffen, bis hin zu einem Meditationsraum. Ich weiß nicht, ob da jemals jemand drin sitzt, aber wir haben ihn zumindest. Ja. Und ich habe bis jetzt noch nie jemand rein- und rauskommen sehen, aber es ist alles vorhanden, eben genau um zu berücksichtigen, dass selbst wenn Sie ansonsten eher eine an Kommunikation ausgerichtete Arbeit zu leisten haben, gibt es immer Momente, wo Sie den Rückzug brauchen. Und damit Sie dann nicht wieder weggehen müssen oder rausgehen müssen oder nach Hause fahren müssen, haben wir natürlich genau diese Rückzugsmöglichkeiten geschaffen. Es ist alles berücksichtigt worden. Und wir haben natürlich öffentlich zugängliche Räumlichkeiten in Wallisellen. Das heißt, unser Erdgeschoss, erstes OG und dann unser Untergeschoss ist öffentlich zugänglich für unsere Kunden und Partner. Und die können das auch mitnutzen, um ihre Veranstaltungen dort durchzuführen. Ja, wie sah der Umbau aus? Vielleicht ganz kurz, wir haben, das hat vielleicht der ein oder andere von Ihnen verfolgen können, in Wallisellen in der Umbauphase. Wir haben bewusst im Ansatz vom Change-Konzept her ganz bewusst einen harten Change vorgezogen. Das heißt, wir sind wirklich mit dem ganzen Team ausgezogen, um den Umbau zu forcieren und haben dann sozusagen in Containern unsere Meetings durchgeführt. Das ist auch ein bisschen in der Presse dokumentiert worden. Böse Zungen haben uns unterstellt, wir wollen überhaupt kein Büro mehr eröffnen. Sie glauben gar nicht, wie erfinderisch dann auf einmal die Medien sein können. Jedenfalls war das so ein ganz, ganz wichtiger Ansatz im Change. Wir haben, wie gesagt, 10 Jahre an diesem Standort gesessen. Es ist nicht der ideale Standort gewesen. Wir haben ihn aber so umgebaut, dass er heute wirklich unseren Anpassungen an die Raumgestaltung voll Unterstützung leistet. Und wir haben die Kapazitätssicherung bis 2018. Also wir können um 30% wachsen und haben trotz alledem, brauchen wir nicht umbauen, was natürlich auch immer wichtig ist. Hier vielleicht eine schöne Dokumentation, wie es aussah in den Räumlichkeiten, wie es während des Umbaus, also in der harten Phase war, die berüchtigten Container. Und hier sehen Sie dann heute die aktuelle Gestaltung unseres Raums. Viel ist Farbe, viel mit Farbe gemacht worden. Ich darf Ihnen verraten, wir sind auch jetzt noch dabei, immer wieder Tuning vorzunehmen und einige Mitarbeiter haben sich hervorragend engagiert und versuchen jetzt hier mit Schweizer Hochschulen und Universitäten, machen wir eine Ausschreibung, um auch nochmal dem kreativen Aspekt mehr Raum zu geben, weil uns ist das noch ein bisschen zu nüchtern und zu wenig individuell, aber es ist halt auch etwas, was wächst. Ja.
So sieht das Büro heute aus. Das ist diese öffentliche, also man, es ist alles mit Glas, es ist recht einsehbar hell, das ist wichtig gewesen. Das ist nicht immer so bunt, wie es da links ausschaut. Darf ich auch dazu sagen, dass der Empfangsbereich, der Offenheit vermittelt, all diese Faktoren waren für uns wichtig. Und so sehen Sie zum Beispiel einfach Orte der Begegnung, wo man in der Küche einfach sich mit Kollegen kurz austauschen kann. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben unterschiedliche Raumfunktionen auch kategorisiert. Wo denkt man, wo trifft man sich zum Beispiel, wo führt man Telefonate etc. Wir haben die Homeoffice-Regelung, hatte ich schon gesagt. Und wir haben eine Mischung, und das ist auch wichtig, weil viele sagen, oh Gott, alle haben keinen zugeordneten Arbeitsplatz mehr. Dem ist nicht ganz so. Wir haben natürlich auch bei uns Bereiche wie Finanz, wie Rechtsabteilung und Personalabteilung, die einfach schon rechtliche Rahmenbedingungen haben, die einen fest zugeordneten Arbeitsplatz haben. Für die anderen Bereiche haben wir es so gehalten, die keinen festen Arbeitsplatz haben. Ich habe auch keinen, sage ich vorweg, überhaupt keinen eigenen. Wir haben so das Konzept, dass wir sagen, wir haben pro Bereich die Etagen zugeordnet und dort kann man dann zumindest orientierungsmäßig, wenn man durch das Haus geht, den einen oder anderen Kollegen aus dem Bereich finden. Aber es ist dennoch so, dass es außer diesen genannten Funktionen keine zugewiesenen Arbeitsplätze gibt. Also so sieht es aus. Der virtuelle Sommer wurde ja auch genannt in der Presse hier, die Stubenhocker von Microsoft, mundeten die Medien. Also es war sicherlich sehr außergewöhnlich. Wir haben 550 Mitarbeiter in der Schweiz und wir sind ungefähr 480 in Wallisellen. Und was man feststellen kann, das haben wir auch sehr interessant analysiert. Wir haben immer Tage, wo extreme Peakphasen sind, wo sehr, sehr viele Kunden und Partner da sind und Tage, wo es weniger ist. Und das muss man natürlich kapazitätsmäßig auch einkalkulieren. Und in dieser Sommerpause, die es gab, die ich einfach mal mit hartem Change bezeichnen möchte, war es ganz interessant, an was ich mich noch besonders erinnere. Auf einmal war die Sehnsucht da, die Kollegen zu treffen. Und Sie haben eben so etwas gelacht, als ich gesagt habe, man hat sich gefreut, man geht gerne ins Büro, um sich zu treffen. Sie glauben gar nicht, wenn Sie den Menschen die Freiheit geben, zu entscheiden, zu Hause zu arbeiten, nach ihren eigenen Rhythmen, dass dann irgendwann nach einer Zeit so das Gefühl, oh, ich bin jetzt isoliert, ich bin jetzt ganz alleine hier, ich möchte gerne meine Kollegen sehen. Und das war eine unglaublich große Überraschung, wobei nicht wirklich, aber es war interessant, dass die Kollegen und Kolleginnen das auch so offen ausgesprochen haben. Und natürlich, was wir auch gelernt haben, und das ist natürlich eine große Herausforderung, Sie müssen neue Prinzipien definieren, wie sie führen, fest vorgegebene Interaktionszeiten, Meetingzeiten, ansonsten wird das natürlich schwierig mit dem Austausch, wenn alle im Homeoffice sind. Ja. So, wie sieht das neue Office aus? Ich meine, Sie sehen hier, wir haben fast alles verdoppelt oder ich sage jetzt mal die Räumlichkeiten. Wir haben am Ende des Tages, darf ich sagen, ist der Umbau mit relativ adäquaten Mitteln durchgeführt worden, wenn man sich das anschaut. Wir haben viele Kennzahlen, sind wirklich massiv verbessert. Vor allen Dingen war uns wichtig, die Sitzplätze für Meetings massiv nach oben zu bringen, um einfach mehr Interaktion zu haben. Ja, und natürlich den öffentlich zugänglichen Raum, um einfach auch näher an die Kunden zu kommen. Das war ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Und wie ich gesagt habe, wir können bis zu 35% Personalstärke zulegen und hätten immer noch die gleiche Kapazität, müssten also nicht ausziehen oder renovieren. So, das hatte ich auch schon mal ganz kurz skizziert. Wir haben Räumlichkeiten der Konzentration und Vertraulichkeit und dann eben mehr die Teamwork und Collaboration, wo man als Team zusammenarbeiten kann und dann die Zusammenarbeit mit dem Kunden und dem Partner, die letztendlich in den Räumlichkeiten sehr gut abgedeckt sind. Jetzt haben wir Mensch, Ort diskutiert. Natürlich braucht das Ganze auch eine entsprechende Technologie. Wir sind natürlich, wie Sie wissen, in dem Umfeld sehr verstärkt tätig als Microsoft. Und jetzt mögen Sie sagen, ja, für Sie ist das ja leicht. Ja, Sie sind ja sozusagen der berüchtigte Schuster. Und ich darf dazu sagen, es ist auch für uns eine Umstellung gewesen, weil
Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben Präsenzsysteme, ja, wir haben zum Beispiel mit Link. Jetzt möchte ich wissen, wo ist jetzt gerade der Herr Rengli? Ja? Jetzt kann ich natürlich durch 4 Etagen laufen, versuchen ihn verzweifelt anzurufen, oder ich gehe in unser Programm Link, schau, Daniel Rengli, wo ist er? Und wir haben da so eine Regel, die lautet, die müssen Sie auch schon schaffen, so ein paar Regeln im Umgang, ja? Darauf möchte ich ein bisschen hinaus. Da steht dann zum Beispiel grün, er ist frei verfügbar, ist ansprechbar, rot heißt, ist jetzt gerade im Meeting, und wenn das so dieses Stoppzeichen ist oder Durchfahrt verboten, besser gesagt, ist, dann heißt es, auf keinen Fall stören. So, das heißt, Sie können sich so schon auch abgrenzen, weil ich werde oft gefragt, wie kann man sich denn bei Ihnen abgrenzen, wenn ich jetzt wirklich mal nicht gesprochen werde. Überall always on und man sieht sich und ne, jeder Betriebsrat kriegt die Krise, wenn er das sieht. Ich darf dazu sagen, es geht wunderbar, wenn man sich daran hält. Und dann kann man dazu auch noch eintragen, in welchem Raum man sich befindet. Und, oder wie lange das Meeting dauert, wird auch angezeigt, ja? So dass man schon weiß, der Herr Rengli ist jetzt gerade für die nächsten 2 Stunden nicht zu stören, weil in einem Kunden- oder Partnergespräch. Danach weiß ich, kann ich ihn erreichen und werde es dann probieren. Also es gibt gewisse Regeln, die wir eingeführt haben, die natürlich technologisch unterstützt werden müssen, um das möglich zu machen. Wir haben sehr, sehr schön, auch da stand eben so ein Begriff Cloud on your terms. Ich möchte es einfach aus der Praxis ein bisschen dokumentieren. Wir haben sehr, sehr viele Dokumente, die wir hin und her bearbeiten im Rahmen von Projektarbeit, genauso wie viele andere Unternehmen. Wir haben viele Implementierungsprojekte, die wir begleiten etc. Und die müssen natürlich an verschiedenen Standorten abrufbar sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir die zentral abrufbar machen können, unabhängig davon, ob Sie jetzt zu Hause arbeiten oder in irgendeinem unserer Büros in der Schweiz arbeiten oder vielleicht sogar in den USA sind. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung und das ist natürlich alles auch noch sicher. Das sind solche Dinge, die wir sehr, sehr stark technologisch unterstützen können mit unseren Lösungen, die wir aber auch selber einsetzen. Wir haben zum Beispiel nirgendwo mehr ein klassisches Telefon. Also wer bei uns durch das, außer die Rezeption, ansonsten haben wir kein Telefon. Wir telefonieren über unsere, ich sage immer, über unsere Computer, also ein bisschen plakativ, oder natürlich haben wir Smartphones. Das ist halt schon wichtig, weil wie wollen Sie es machen, wenn Sie ansonsten eine Durchwahl haben, die Sie dann mitnehmen müssen. Also brauchen Sie natürlich die Technologie, die das unterstützt. Ich darf Ihnen sagen, wer glaubt, das ist sehr weit weg von der Realität. Viele unserer Kunden haben bereits diese Lösungen. Die sind nicht immer unbedingt so implementiert, wie das möglich wäre. Und da möchte ich auch einen Hinweis geben, gerade in der Schweiz haben wir eine unglaublich hohe Affinität zum Einsatz von Technologie. Wir setzen die nur nicht unbedingt produktiv ein. Also viele unserer Kunden haben all diese Lösungen, die ich jetzt gerade so ein bisschen oberflächlich geschildert habe, haben diese Kunden schon, nur sie setzen sie nicht entsprechend ein. Und das ist etwas, was auch so ein bisschen unser Appell ist, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, weil die Technologie ermöglicht, ist nur der Enabler, ermöglicht diese anderen Arbeitsformen, vertrauensvolle Zusammenarbeit, das ist das, was möglich ist. Ja, das ist das, was ich eben sagte, die Cloud, das Thema, dass sie halt wirklich überall ab, egal wo Sie sind, auf Ihre Dokumente oder auch auf die Dokumente, die Sie mit einer Projektgruppe geteilt haben, zugreifen können. Und abschließend möchte ich einfach nochmal zusammenfassen, was versteht jetzt Microsoft konkret unter der neuen Arbeitswelt? Ja, eine Kultur der Eigenverantwortung zu schaffen. Ich denke, das passt gut an den ersten Vortrag heute. Und ich denke, die Zusammenführung verschiedener Mitarbeiter, verschiedener Arbeitsstile im Zeitalter der Wissensarbeit ist, glaube ich, das, was ein ganz, ganz wichtiger Baustein gerade für die Schweizer Zukunft ist. Ich glaube, Wissensarbeit ist einfach die Zukunft und demzufolge müssen wir in unserem Arbeitsalltag und vor allen Dingen in unseren Arbeitsorten auch dem Ganzen Rechnung tragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.